Okay, ich speichere mal noch mal unter einem anderen Punkt. So richtig toll finde ich das jetzt hier nämlich nicht. Okay, wo kommen wir jetzt hier lang? Ach Gottchen, ach Gottchen. Eieieiei. Sie kommen beide auf einmal, okay. Gut, dann reicht es ja, wenn ich erstmal nur eine triggere. Habe ich jetzt das Ding eingesammelt? Ja. Okay, aber dann macht es wiederum keinen Sinn, dass ich von der anderen Seite komme. Dann muss ich auch von der Seite kommen. Dann ist es auch im Spiel so vorgesehen. Hallo. So, jetzt ist die Frage, ob da noch eine ist. Nee, der Seite jedenfalls nicht. So. Auf der Seite auch nicht. Okay. Und irgendwie mag ich dieses. Also ich weiß nicht, ob ich hier drauf treten sollte. Das sieht sehr heiß aus. Ich weiß nicht, ob das Lara Stiefel abkönnen. Okay. Ach, jetzt bin ich hier. Alles klar. Ja, ehrlich gesagt, sehe ich dann in der Tat keinen anderen Weg, außer sich dort durchzumogeln. Ja. Okay. Ja, jetzt haben wir dieses Teil. Und jetzt können wir damit dieses Ding bis ganz nach unten bringen. Und dann kommen wir da endlich weiter. Dann kriegen wir hoffentlich bald unsere Waffen, um uns gegen diesen Cowboy zu wehren. Ich glaube, das ist sogar sein offizieller Name, Cowboy. Also der hat keinen anderen Namen. So, sehr schön. Ich freue mich. So, okay. Ein Fuse. So ein bisschen interessiert mich das jetzt schon. Okay, Safe Game. Gut, dann bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ja, es ist eine Sicherung. Okay, so viel dazu. Also ich meine, es gibt ja nur eine Reihe von elektrischen Geräten, die es hätten sein können. Ja, jetzt können wir endlich rauf. Und dann können wir endlich in diesen kleinen Tunnel rein. Und vor allen Dingen können wir rein. Speichern. Gibt es dort drin irgendetwas Schönes? Ich hatte recht. Es gibt die Pistolen. Ist natürlich die Frage, ob wir jetzt gleich angegriffen werden. Ich lasse es lieber nicht drauf ankommen. Lara, magst du da nicht ran und hoch und so? Danke. Okay. Noch werden wir nicht angegriffen. Aber ich fühle mich jetzt nicht mehr so hilflos. Das ist doch schon mal ein Vorteil. So. Auf der anderen Seite werde ich jetzt wieder etwas ängstlicher. Okay. Hä, warum? Warum zieht sie sie nicht? Eigentlich? So, ja, jetzt sind sie wieder da. Sie waren quasi vorher nicht angelegt. Wo geht's denn hier hin? Das müssen wir erst einmal untersuchen. Da ist eine Tür. Die aufgeht. Ja, irgendwie habe ich mir das jetzt gedacht. Die Frage ist, was ist das für eine Tür? Nein! 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 So habe ich mir das nicht vorgestellt. Das sieht mir irgendwie schwer nach einer Falle aus. Nach einer sehr unangenehmen Falle. So, als würde es da unten wegbrechen, wenn wir draufrutschen. Ja. Au. Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass das unser Secret ist. Oder eins unserer Secrets. Ich weiß es gerade nicht, wie viele es gibt.
Okay, aber ich gehe erst mal kurz noch mal weiter geradeaus. Wo war denn das jetzt? Ach, ich komme dann auch gar nicht mehr zurück. Das ist ja interessant. Ah, jetzt sind wir hier. Alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen, ist dieser Tunnel in der Tat nur dazu da, um dort hinzukommen. Das heißt, wir müssen da so oder so lang. Alles andere macht keinen Sinn. Okay, das war jetzt hier oben, ne? Okay. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Also man kann dann natürlich lustig hin und her hüpfen. Ah, ich glaube, ich erinnere mich. Ich glaube, ich erinnere mich. Wir müssen jetzt hier, glaube ich, in der Tat lustig hin und her hüpfen. Das geht irgendwann von alleine wieder zu. Ja, ich glaube, jetzt ist es wieder zu. Genau. Und dann kommen wir jetzt hier lang. Genau. Ist nur die Frage, ob das jetzt wirklich ein Secret war. Ja, sieht eigentlich ganz so aus. Ja, sehr schön. Aber liebe Leute, das habe ich jetzt auch nur quasi gewusst, weil ich es aus meinem Gedächtnis herausgekramt habe. Es hätte ich jetzt, da wäre ich, glaube ich, von alleine nie drauf gekommen. Okay, der wird uns sicherlich die Tür wieder öffnen. Oder was auch immer. Aber ich gehe mal davon aus. Frage ist nur, wie kommen wir da jetzt wieder hin? Ach, wir können ja da hochspringen, genau. Ja, sehr schön. Mensch, geht doch alles supi hier. Okay. Ja, da ist jetzt natürlich die Frage, ist jetzt eigentlich noch irgendwie was an diesem Teil? Ich glaube nicht. Ich glaube, da müssen wir jetzt wirklich einfach in diesen Raum, wo der Cowboy war. Ja, dann sind wir ja jetzt hier richtig. Dann haben wir eigentlich den Rest schon soweit erforscht. Hey, na, da bin ich mal sehr gespannt, wie lange dieser Level dann noch geht. Okay. Ich glaube, wir haben auch den Cowboy noch gar nicht getriggert, weil wir haben ihn gar nicht gehört, als ich jetzt das Ding eingesammelt hatte. Ain't nothing personal. Ja. Du wolltest doch schon immer mal eine hübsche Frau erschießen. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass du sie eigentlich lieber, naja, dass du lieber was anderes mit ihr gemacht hättest. Na toll. Jetzt hat mein Mitbewohner hier übelst laut Musik an. Und macht jetzt ja auch noch relativ viel Krach in der Küche. Na, wo bist du, mein Freund? Ain't nothing personal. Sicher? Warum schießt er nur ein einziges Mal? Ich wollte gerade sagen. Nein! Es war so eigentlich nicht geplant. Eigentlich wollte ich ein bisschen. Nein! Oh, wir haben eigentlich genug davon, okay. Nein, ich komme da nicht mehr lang. Ich komme da nicht mehr lang. Verdammt. Ja. Okay. Boah, der hat mich jetzt aber schon anderthalb Medipacks gekostet. Ich muss es ein bisschen besser anstellen. Moment. Und weiter geht's.
Allerdings werde ich jetzt nur noch einen einzelnen Versuch starten. Danach muss ich leider Schluss machen für heute. Aber ich denke mal, das ist halb so wild. So. Ain't nothing personal. Oh, really? Ja. Warum schießt du ihn nicht weiter ab? Nein, 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 nein. Okay, ich versuch's noch einmal. Das war mir jetzt ein bisschen zu kurz und zu blöd. Ach, je. Ach. Okay. Der hinterlässt uns bestimmt noch Ain't nothing personal. die Magnums oder so. Kann ich mir vorstellen. Oh. Ja. Jetzt wäre es mal an der Zeit, zumindest mal ein kleines zu nehmen. Aufgepasst. Ach so, Mist. Okay, gut, dann machen wir an dieser Stelle das nächste Mal weiter. Also, das war's für heute mit Let's Play Tomb Raider 1 First Adventures. Naja, ihr kennt es ja. Okay, und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns das nächste Mal beim Tod des Cowboys. Zumindest gehe ich mal fest davon aus. Irgendwas werde ich mir schon ausdenken, dass es klappt. Und wenn ich ein bisschen mehr auf meine Gesundheit achte. Okay, ja, bis dahin macht's gut.